ab, hier ist wieder euer Johnny O. Und ja, ich habe mir gedacht, komm, es ist echt super Wetter heute hier in Köln. Und bevor ich in 2 Wochen weg bin, machst du noch mal ein nettes Video. Ziehst du dir deine Laufschuhe an und packst dir deine Legria. Und ich nehme euch einfach mal mit ein bisschen durch Köln, um euch so ein paar chillige Plätze zu zeigen und euch einfach mal zu zeigen, wo man bei so einem geilen Wetter eigentlich hier in Köln chillen kann. Auf geht's! Wie ihr seht im Hintergrund, bin ich hier in der Nähe vom Zollhafen in der wunderschönen Südstadt. Hier lohnt es sich hinzukommen, wenn ihr einfach mal eine Runde chillen wollt. Ihr habt eine wunderschöne Aussicht gegenüber auf die Pollerwiesen. Ihr könnt hier Skateboard fahren. Ihr könnt hier ein bisschen Volleyball spielen. Aber was sage ich? Ich zeige euch das einfach mal kurz. Als nächste Station haben wir hier den Zollhafen, der nicht ganz unweit weg ist von dem Ort, wo wir gerade waren. Und zwar gibt es hier am Zollhafen die sogenannten Kranhäuser, wo sich, soweit ich weiß, auch eine Wohnung von Lukas Podolski befindet. Schnell mit dem Bus hin oder auch zu Fuß und man ist ungefähr noch mal 5 bis 10 Minuten vom Schokoladenmuseum entfernt. Ich allerdings mache mich jetzt mal Richtung Innenstadt auf, denn wir haben heute verkaufsoffenen Sonntag. Ich bin noch nicht ganz in der Innenstadt angelangt. Ganz ehrlich, ich glaube, mich wird eine völlig überfüllte Stadt erwarten. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Da habe ich auch mal gar nicht dran gedacht bei dem Wetter. Wir werden sehen. Das kleine Tipp für alle Köln-Besucher zum Shoppen. Hohe Straße und Schildergasse lohnt sich immer. Und natürlich auch die Ehrenstraße, wo ich euch auch noch mal mitnehmen werde. Und schon bin ich auf der Ehrenstraße angelangt. Hier werde ich mal gucken, ob der Onkel heute auf hat. Er hat das nämlich gestern gesagt und dann werden wir dem mal einen kleinen Besuch abstatten. Zur Erklärung, der Onkel hat ein Piercing und Schmuckladen und Uhren und eigentlich der geilste Laden überhaupt hier auf der Ehrenstraße. Reicht es jetzt mit einer völlig überfüllten Stadt. Deswegen werde ich mir jetzt schön einen Red Bull gönnen, mich irgendwo hinschillen und heute Abend nehme ich euch, glaube ich, noch mal mit auf die Deutsche Rheinkirmes. Da werden mich dann die Mimi, die Chrissy und die Charlie begleiten. Also bis später. Oh, es ist ein komisches Bauchgefühl! Voll ekelhaft! Oh, 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 oh. Oh my God! Let's get going!
Ich stehe hier am Heumarkt, warte auf den Bus. Charlie ist auf der anderen Rheinseite geblieben, die fährt auch nach Hause. Ja, wir hatten eine Menge Spaß auf der Deutzer Kirmes und ich werde noch mal 1-2 Stunden zum Sport gehen und sage tschüss.